Apur Death, follow the pale one. Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Adventure Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir ein bisschen den Wachmann Blase geärgert und dann noch ein paar Räume erkundet, wo uns Pookie natürlich etwas dazu gesagt hat. Erstmal Entschuldigung noch, ich klinge etwas verschnupft, weil ich es auch bin. Aber ich nehme trotzdem auf, weil ich nicht nochmal eine Woche Pause machen wollte, wie es letzte Woche schon war. Ja, und wo sind wir denn hier gelandet? Kaffeeküche. Pookie, red mal mit uns. Die Kaffeemaschine sieht übrigens genauso aus wie meine Kaffeemaschine zu Hause. Ich habe irrsinnig viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, wenn man sich hier gerade die Linien an den Fenstern anguckt, dann sieht man das auch. Ja, gerade bei diesem Raum. Ich hatte tatsächlich, ich verrate das jetzt einfach mal, ich hatte pro Raum tatsächlich einen Dritteltag, um den fertig zu bekommen. Ich habe so ziemlich alle Screens von Edna bricht aus innerhalb von weniger als anderthalb Monaten gezeichnet. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Ja, der Zeitdruck und der Kaffee äußert sich ziemlich genau in der Linienführung. Hier rechts im Bild zu sehen. Kaffeemaschine zentral im Bild, Linienführung rechts im Bild. Guckt es euch an. Edna bricht aus. Mein Name ist Pookie. Vielen Dank. Pookie, du verrückter Vogel. Ja, das ist wohl ein relativ neutraler Raum. Also nicht großartig zu gebrauchender Raum, sagen wir mal so. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Kaugummis? Kaugummis? Hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomat, wenn ich keines hätte. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Die Textstelle hat auf jeden Fall Pookie geschrieben. Glipschi Waldmeister, zwei Phasen Powergel. Okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Was haben wir denn? Komplett. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Nehmen wir die mal mit. Vitamino. Mit dem besten aus drei ausgewählten Kaninchenstellen. Kaninchen. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Oh. Igitt, ein getrocknetes Rhabarberkompott. Der Text ist leider zu schnell weg. Da geht's steil runter. Spring! So, was haben wir noch? Schranktür, Marmelade, Müsli, Seifewasser, die Tür. So. Geht's hier noch weiter? Nö. Dann gehen wir hier mal weiter zum Flur. Wir gehen noch mal zu dem... Oder? Jetzt habe ich ein... Kann ich den Becher mit dem Becken benutzen? Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Oh. Schokobröckchen. Hier steht... Da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool.
Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ich gehöre jetzt zum Sonderkommando eines gewissen Kommissar Kellogg. Kommissar Kellogg, oh mein Gott. So, wir holen uns mal ein Wasserbecher. Noch ein. Ich weiß zwar noch, ob wir ihn brauchen, aber wir holen einfach ein. Der ist genauso siffig wie der letzte. Guck mal da, da guckt doch Fernsehen. Wir gehen mal hoch und aufs Dach. Da haben wir doch beim Rumlaufen Dingens gesehen. Eine Antenne. Und raus mit dir. So. Ach, warte mal. Ja, dieser Screen ist vielleicht nicht der am hübschesten oder perspektivisch richtigsten gezeichnetste, den ich jemals gemacht habe. Aber er gefällt mir deswegen so besonders gut, weil man halt schon sehr früh im Spiel halt so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wo geht's überhaupt noch hin in dem Spiel. Man kann von dieser Position halt tatsächlich bis zum Ende des Spiels sehen. Man ist halt quasi noch am Startpunkt, also irgendwo in diesem Turm, irgendwo unter diesen Dachsträgen muss sich halt Annas Zelle befinden. Aber man sieht halt hinten schon Locations wie zum Beispiel den Carpool rechts unten im Bild, den man halt erst später erreicht. Oder noch viel später außerhalb der Mauern kann man eigentlich schon Ednas Weg vorahnen. Und Edna kommentiert das Ganze auch entsprechend. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Und es hat mich immer sehr gefreut, was ist jetzt gerade halt endlich mal in die Luft gekommen und hat halt einfach noch nicht sehr viel erreicht. Da liegt noch ein großes Spiel vor ihm und er muss erstmal wieder rein und durch dieses Irrenhaus durch. Ich hoffe, dass dieser Screen irgendwie motivationssteigernd wirkt. Aber ich hoffe auch ziemlich vielen anderen Quatsch. Einen dritten Ghostbusters-Teil zum Beispiel. Wie gesagt, Poggi, du verrückter Hund. Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Der Stiesel, der gute Stiesel steht immer noch am Fenster. Der Arme. So. Die sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Mhm. Dengel. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Wenn ich wieder benutze, dann... Ah, jetzt wird mir einiges klar. Ich muss erst die Bildschirme so beleuchten, also die Lichter in den jeweiligen Räumen so anschalten, dass er dann, wenn er das wieder auf die Bildschirme schaut, das WC dran erkennt. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Aber wir gehen einfach mal die Treppe hinunter. Gehen mal
zu diesem guten Mann rein und dann schaue ich mal ganz fix. Keine Ahnung, wo das überall ist, da wollen wir noch, ne? Da würde ich sagen, wir nehmen mal den Weg, den wir jetzt noch gar nicht eingeschlagen haben. Und zwar gehst du runter. So, Puggy. Und da haben wir nun einen Raum mit 8 Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann und dort die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weggeht, sind halt 2 Türen, aber tatsächlich ist nur eine benutzbar. Wohin die andere Tür führt, wissen wir während Enderbricht aus nicht. Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys neue Augen wieder gut gemacht. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite der Gitter und da sind die Türen groß genug und man kann sie halt alle betreten. Bis auf natürlich die eine Tür zum Wäschelift, da steht die Kamera dann vor. Die Kamera, in Anführungszeichen. In Harveys neue Augen findet ihr endlich raus, was hinter der letzten Tür ist. Kauft Harveys neue Augen. Ingame-Werbung also. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Das ist das wohl die besagte Tür. Was Dr. Marcel darin wohl versteckt. Was haben wir hier? Okay. Ja, dieser Screen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich jedes Potenzial für unaufwendige Hintergrundanimationen einfach so verschenkt habe und mich störrisch geweigert habe, auch nur das Geringste im Hintergrund zu animieren. Das wäre sehr einfach gewesen. Außerdem sehr bemerkenswert an dem Screen ist, es wurde sich ja über das Spiel und über seine mangelnde Jugendfähigkeit ja häufiger echauffiert. Aber niemand hat halt irgendwie die Stelle in dem Spiel kommentiert, an der Edna quasi sich mit Hilfe von dem Alumann hier im späteren Spielverlauf Elektroschocks gibt. Das scheint niemanden so richtig gestört zu haben. Aber sie macht das ja auch gerne. Ist ja für einen guten Zweck. Also geht das wohl klar. Also dann nehme ich mal an, dass wir hier noch nichts zu suchen haben. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ja, da können wir einfach mal wieder, weil ich stark annehme, dass wir ja erst später hinkommen. Von Treppe auf sind wir gekommen. Den Schlüssel haben wir sowieso keinen, da brauche ich das gar nicht probieren. Also gehen wir mal Treppe ab. Juppie. Juppie Jupsen wird übrigens von Klaas Paletta gesprochen. Einem nicht ausgebildeten Sprecher, also ich glaube einem der wenigen wirklichen Laiendarsteller in Edna bricht aus. Er macht die Rolle hervorragend, wie ich finde. Jetzt macht er bei uns die PR und New Business. Ja, seine Stimme passt exzellent zu unserem Juppie. Ich habe übrigens von diesem Raum noch eine zweite Illustration, die nirgendwo aufgetaucht ist. Ich glaube, die liegt im Edna-Ordner und zwar war ursprünglich mal geplant, dass es noch eine dritte Reise in die Vergangenheit in Edna bricht aus, bevor man zum Showdown kommt, in der sie als kleines Kind schon von ihrem Vater im Irrenhaus, in Dr. Marcells Irrenanstalt vorgestellt wird, als schwer erziehbares Kind. Und Edna fühlt sich unwohl und wandert herum. Und da gibt es für diesen Screen noch eine zweite Version aus einer ganz anderen Perspektive, die sehr bedrohlich wirkt, wo halt die Irren als dunkle Gestalten vor dem Gitter lauern. Ganz hässlich geworden, der Screen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich es nachher weggelassen habe. Sehr hässlich geworden. Sehr hässlich. Sehr hässlich, sehr hässlich. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Zu beschäftigt, guter Mann. Hier gibt es sonst auch nichts weiter. Nee. Gehen wir wieder Treppe ab. Hui. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt,
sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sich in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempelhof-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt, muss dann halt hier warten und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte. Weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden, fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Interessant, interessant. Alles laut ange, Boogie. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Mhm. Wir gehen mal zu der Tür. Oh oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe es satt mit dir. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Was sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Oh, wie falsch du denkst. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Alles klar. Das habe ich wohl vermasselt. Alles klar, da sind wir jetzt mittendrin bei den Verrückten. Aber wir lassen uns erstmal ein bisschen von Poggi belatschern. Drogebecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Drogebecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber dass halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Drogebecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Drogebecher Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. In diesem Sinne, Drogebecher. Oh, du bist doch gemein, Pugi. Reden wir einfach mal mit Drogelbecher. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Drogelbecher! Drogelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Coole Sache. Wir gehen mal zu Alu, Mann. Hallo.
Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel, du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Oh, Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Ich würde gern zu ihm. Aber Droggelbecher lässt mich nicht durch. Ja, ja. Droggelbecher ist genauso unnachgiebig, wie sein Eindruck auf das weibliche Geschlecht groß ist. Mach dir keine Hoffnungen. Die Frauen liegen ihm in Scharen zu Füßen. Vielleicht liegt das an diesem intellektuellen Touch, den er ausstrahlt. Er ist sehr belesen, unser Casanova. Und sehr schlagfertig im Smalltalk. Aber auch wenn er rein äußerlich wie ein verwegenes Raubbein wirkt, ist er doch sehr sensibel. Aber wie komme ich an ihm vorbei? Wenn der König ihm aufgetragen hat, niemanden einzulassen? Niemals. Er ist die treueste Seele, die ich je kennengelernt habe. Allenfalls einer übergeordneten Autorität würde er jetzt noch Zutritt zum König gewähren. Okay. Sprechen wir über was anderes. Nö. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Alles klar, Karma. Wir gehen mal zu der Tür. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können? Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit dem Spuckekugeln und mit den Kaugummis, dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Alles klar, das war der erste Screen und für uns ist es jetzt der letzte Screen in der Aufnahme. Leute, macht's gut, haut rein, genießt morgen die überlange Folge Need for Speed und bis dahin... Tschüss.